Hallo, herzlich willkommen zu Teil 4 und damit zum letzten Teil meiner Neujahrsreihe. Und heute wollte ich gerne über meine Vorsätze für das Jahr 2014 reden. Und zwar habe ich alle Videos in dieser Reihe so ein bisschen mit dem Hintergedanken gedreht, was ich im Jahr 2014 persönlich ändern möchte oder was ich aus dem letzten Jahr weiterführen möchte. Und heute dachte ich, mache ich mal einen Tag, der das vielleicht so ein bisschen ganz abgerundet abschließt, diese Reihe, und so ein bisschen zusammenfasst, was ich gerne im Jahr 2014 für mich erreichen möchte. Die ersten Fragen in diesem Tag sind ein Rückblick auf das letzte Jahr und damit fangen wir auch direkt mal an. Und die erste Frage lautet, was sind drei Dinge, auf die du stolz bist? Als erstes bin ich stolz, dass ich im Jahr 2013 meinen ersten Uni-Abschluss in die Tasche bekommen habe. Das war falsches Deutsch. Ich bin stolz darauf, meinen ersten Uni-Abschluss zu haben. Und zwar habe ich im Sommer meinen Bachelor-Abschluss in Management und Business gemacht und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das durchgezogen habe. Außerdem bin ich stolz darauf, dass ich direkt im Anschluss meinen Master angefangen habe und ihn bis jetzt durchgezogen habe. Und obwohl ich jeden Tag kurz davor bin aufzuhören, habe ich es doch zu Ende gebracht und bin bis jetzt noch nicht durchgedreht. Als allerletztes bin ich stolz auf meinen Bruder und zwar, weil er dieses Jahr eine ganz wichtige Entscheidung getroffen hat und bis jetzt auch zu dieser Entscheidung gestanden ist, hat und es durchgezogen hat. Und ich bin unfassbar stolz auf ihn und ich weiß, dass auch meine Eltern und seine Freunde und alle anderen, die ihn so kennen, unfassbar stolz auf ihn sind und hinter ihm stehen. Und ich wünsche ihm einfach alles Glück und Kraft und Mut für das nächste Jahr, dass er das weiterhin so durchzieht. Und ich fange jetzt nicht an zu heulen. Nenne eine Sache, die du anders gemacht hättest. Ich versuche nichts zu bereuen und um ganz ehrlich zu sein, war dieses Jahr nicht sehr ereignisreich. Also gibt es eigentlich nichts, was ich vielleicht anders gemacht hätte. Eine Sache, über die ich mich immer wieder ärgere, ist, dass ich einfach ein sehr ängstlicher Mensch bin und recht negativ eingestellt bin und im Nachhinein bereue ich das dann immer und das ist auch einer der Vorsätze fürs nächste Jahr. Von daher wäre das vielleicht so eine Sache, an der ich so ein bisschen mehr gearbeitet hätte. Was war mein größtes Highlight? Das hört sich jetzt total doof an, aber ich bin im Februar ja aus Lissabon zurückgekommen und mein Freund und ich sind zurück in unsere Mini-Wohnung gezogen und irgendwie war das für mich total toll, endlich wieder zu Hause zu sein und das war für mich so das größte Highlight. Was war dein größtes Bücher-Highlight in diesem Jahr? Und diese Frage habe ich abgewandelt, weil es eigentlich um Beauty geht, aber ich werde das jetzt einfach mal auf Bücher beziehen. Mein größtes Bücher-Highlight war die Wellenläufer-Trilogie von Karl Mayer und da habe ich gestern schon im Video drüber geredet. Was war mein Flop-Buch? Tja, bei dieser Frage möchte ich gerne mal von meinen Freizeitbüchern Abstand nehmen und mich auf meine Uni-Bücher fokussieren, denn ich hasse es, diese Bücher zu lesen, also war das mein absolut größter Flop, Bücher-Flop des Jahres. Wem möchte ich danken? Ich würde eigentlich gerne allen Menschen in meinem Leben danken, weil ich glaube, ich momentan von Leuten umgeben bin, also sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis, von denen ich mich einfach immer ja, verstanden fühle und geliebt fühle. Und ich habe das Gefühl, es ist immer jemand da, zu dem ich gehen kann und ich werde immer aufgefangen, selbst wenn ich mal irgendwie einen Scheißtag habe oder gerade nur Schwachsinn rede. Irgendwer versteht mich dann doch immer und ist für mich da und kann mich wieder auf gute Gedanken bringen. Kommen wir zum gute Vorsätze für 2014 Teil und die erste Frage lautet, was sind deine Büchervorsätze für 2014? Ich habe mir jetzt schon 2 Jahre hintereinander vorgenommen, 50 Bücher zu lesen und habe es immer noch nicht geschafft und ich werde diesen Vorsatz durchziehen, bis ich es irgendwann mal hingekriegt habe. Also ist mein Büchervorsatz, 50 Bücher im nächsten Jahr zu lesen. Was sind meine persönlichen Vorsätze für das Jahr 2014? Ich möchte als allererstes positiver werden und dazu gehört für mich, einfach ein bisschen ausgewogener zu leben, also Sport zu treiben und mich gesünder zu ernähren. Und das hört sich immer so 0815 an, was hier jeder vorhat. Aber ich gehe immer so durch Phasen. Ich mache das immer 2 Monate lang und dann 2 Monate lang nicht. Und ich merke immer, wenn ich darauf achte, geht es mir so viel besser. Ich schlafe besser, ich bin glücklicher, ich bin einfach ein ausgewogenerer Mensch. Und deswegen möchte ich das gerne so das ganze Jahr durchziehen und nicht wieder in diese, ja, Hochs und Tiefs irgendwie fallen. Und ich möchte auch wieder versuchen, ein bisschen mehr zu meditieren, weil ich auch merke, dass mir das sehr viel weiterhilft. Außerdem möchte ich natürlich meine Uni abschließen. Ich stehe kurz vor meinem Masterabschluss und es wäre ganz toll, wenn ich den im Sommer in der Tasche hätte und dann ins Berufsleben starten kann. Und das bringt uns auch schon zur letzten Frage. Was ist ein Teil oder eine Sache, die auf meiner Bucketlist steht, die ich gerne abhaken möchte? Eine Bucketlist ist ja sowas,
ja, praktisch eine Liste von Dingen, die man in seinem Leben gerne mal machen möchte. Und da ich nicht weiß, was dieses Jahr für mich so bereithält und ganz viel auf mich zukommen wird, wie wahrscheinlich ein Umzug in ein anderes Land und auf Jobsuche gehen und ja, nicht mehr zur Uni zu gehen und so, weiß ich nicht, inwiefern ich Zeit für Reisen oder so habe. Deswegen werde ich jetzt einfach mal sagen, ich würde gerne einen Job finden. Das wäre ganz klasse, wenn ich dieses Jahr einen Job finden würde, direkt nach meinem Studium, und dann wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden. Das war's für diesen Tag, für dieses Video, und das war's damit auch für meine Neujahrsreihe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich weiß, es waren nicht so meine typischen Videos, aber ich hatte einfach mal Lust auf was anderes. Gerade jetzt so zum Start des Jahres dachte ich, wäre es doch mal ja, eine gute Zeit, um mal was Neues auszuprobieren. Und ich denke, ich werde das in diesem Jahr auch weiter durchziehen. Also erwartet nicht nur Büchervideos von mir, sondern hin und wieder vielleicht auch mal was anderes. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Jahr 2014. Lasst euch vom Stress, der ab morgen ja für die meisten wieder losgeht, nicht zu sehr überrollen. Und bleibt glücklich, bleibt positiv, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!